befinden uns am Beginn einer Corona-Epidemie in Deutschland. Ich meine, wir haben ein Ausnahmejahr, wir haben eine Jahrhundertpandemie. Wir werden in der politischen Debatte und auch in der medialen Debatte nach dieser Corona-Lage alle miteinander viel verzeihen müssen. Stand heute. Stand heute Nacht 0 Uhr. Stand jetzt. Stand heute Morgen. Wissensstand jetzt, Freitag Vormittag. Stand heute, 13.11., kann ich diese Aussage machen. Die Pandemie ist alles andere als vorbei. Das Virus ist da, es bleibt da. Die Pandemie ist noch nicht vorbei. Die Pandemie ist offenkundig nicht nur weiterhin da, sondern die vierte Welle ist es mit voller Wucht. Wir müssen diese Dynamik brechen. Darum müssen wir diese dritte Welle brechen. Und das braucht auch gemeinsames staatliches entschlossenes Handeln, um diese Dynamik zu brechen. Es geht jetzt darum, die vierte Welle gemeinsam zu brechen. Impfen ist der Weg raus aus der Pandemie. Impfen macht den entscheidenden Unterschied. Denn trotz oder auch eher wegen der neuen Virusvariante bleibt Impfen und Boostern das beste Mittel gegen diese Pandemie. Dieses Virus hat eine unheimlich lange Bremsspur. Deswegen fordert es uns wahnsinnig viel Geduld ab. Das wird eher noch viele Monate so gehen müssen als nur viele Wochen. Diese Krise ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Don't call us, we call you. Das heißt, wir müssen uns noch auf einige sehr herausfordernde Wochen einstellen. Vor uns liegen sehr schwere Wochen. Es ist 10:50. Es ist mittlerweile 12:30. Aber der Weckruf ist noch immer nicht überall angekommen. Das heißt im Übrigen nicht, dass wir automatisch mit einer zweiten Welle im Herbst und Winter rechnen müssen. Denn, ich habe gerade die Maßnahmen dazu gesagt, das können wir als Gesellschaft gemeinsam verhindern. Eine zweite Welle, die ausdrücklich nicht ausgeschlossen ist, wird nicht plötzlich kommen. Sondern wenn, würden wir sie kommen sehen, dann nämlich, wenn wir testen und wachsam und aufmerksam sind. Und mein Eindruck ist, das sind wir in allen 27 Mitgliedstaaten. 1129 Todesfälle sind allein an diesem Morgen zu beklagen. 1129 Familien werden diesen Jahreswechsel in Trauer erleben. Und dabei setze ich vor allem auf Vernunft und nicht zuallererst auf Verbote. Und deswegen braucht es ohne Zweifel auch bundesweit einheitlich zusätzliche Maßnahmen, besser früher als später. Es braucht einen Lockdown, um die aktuelle Welle zu brechen. Nichts ist wichtiger, gerade beim Impfen, als Vertrauen. Ich werde mich, auch wenn ich dran bin, gerne mit dem AstraZeneca-Impfstoff sofort impfen lassen. Ich bedauere es, dass auf dieser Grundlage, Wissensstand jetzt, Freitag, Vormittag, einige Länder in der Europäischen Union das Impfen mit AstraZeneca ausgesetzt haben. Aufgrund einer aktuellen Empfehlung des Paul-Ehrlich-Instituts setzt die Bundesregierung die Corona-Impfung mit AstraZeneca vorsorglich aus. Das ist das gemeinsame Ziel von Bund und allen 16 Bundesländern, dass schon morgen im Laufe des Tages wieder mit Impfungen mit AstraZeneca in Deutschland begonnen werden kann. Das gibt uns eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir mit den einfachen AHA-Regeln im Innenraum, im öffentlichen Nahverkehr, im Fernverkehr und mit dem 3G, genesen, getestet, geimpft, insbesondere im Innenraum gut werden, durch Herbst und Winter kommen können. Also wir sind in einer Lage, wo man, auch wenn das jetzt wieder dann die Tickermeldung dazu produziert, aber wo man auch nichts ausschließen sollte. Die Frage ist nur, ob wir nicht viel besser vermeiden sollten, dass wir in solche Lagen und in solche Entscheidungsnotwendigkeiten kommen. Das heißt, es braucht deutlich mehr Kontaktbeschränkungen. Das heißt, konsequentes 2G+, wie wir es übrigens seit über 3 Wochen fordern. Das heißt mindestens das Absagen von Großveranstaltungen und Feiern. Es braucht bundesweit mehr Kontaktbeschränkungen. Es wird zu einer freiwilligen Impfung kommen. Es wird eine freiwillige Impfung sein. Es reicht aus meiner Sicht auch. Ich gebe Ihnen mein Wort, es wird in dieser Pandemie keine Impfpflicht geben. Hören Sie endlich auf, anderes zu behaupten. Wir werden definitiv keine verpflichtende Impfung haben, auch nicht in Schulen oder Kindergärten. Nun, Sie kennen meine grundsätzlich sehr skeptische Haltung, was eine allgemeine Impfpflicht angeht. Ich habe in dieser Frage auch mein Wort gegeben. Das wird auch mein Abstimmungsverhalten bestimmen.
Und insofern ist die Frage der Durchsetzung, der Umsetzung dann auch vor allem an diejenigen zu richten, die den entsprechenden Gesetzentwurf erarbeiten und einbringen. Wir müssen diese Pandemie bekämpfen. Die Pandemie wird länger dauern, als viele denken. Impfen wird die zentrale Rolle spielen, aber nicht nur. Wir werden den Kampf mit der Pandemie gewinnen und für weitere Pandemien werden wir besser gerüstet sein, als wir für diese gewesen sind. Ordentlich zurückgehen.